Ja, Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. Okay, Leute, ihr habt's gehört, die Pizza kommt später. Naja, holen wir uns währenddessen die Items, die wir hier bekommen in Xenerville. Erst Stadterkundung. Was auch immer, wann und wo passiert, meine Freundschaft zu den Pokémon leidet darunter bestimmt nicht. Ich liebe es, mit Pokémon zusammen zu sein. Ach, da geht's mir geht's genauso. Vasili, der Arenenleiter dieses Ortes, ist ein mächtiger Trainer. Man sagt, er sei der beste Trainer der ganzen Höhenregion. Aber die Top 4. Man sagt, sie seien stärker als Vasili. Wie stark müssen sie denn erst sein? Oh, da wird uns wohl ein bisschen Angst schon vorbereitet. Xenerville entwickelte sich im Krater eines Vulkans. Wenn du oben in den Himmel schaust, kannst du den Rand des Kraters über dir erkennen. Der Himmel wird zum Kreis. Aber das macht den Himmel über Xenerville zum schönsten Himmel. Wir können den Himmel über die Meeresspiegelung sehen, hier im Wasser vielleicht. Oder? Ja, egal, man sieht hier nichts, nur unseren Charakter, wenn er nahe am Wasser ist. Mehr sehen wir nicht. Und was hast du zu sagen? Hey, lauf doch nicht weg, ich will dich anquatschen. Hallo! Du bist nach langer Zeit der erste Gast, den ich begrüße. Du hast mir den Tag gerettet, daher möchte ich dir diese Weimar Puppe schenken. Nein! Bist du sicher? Du möchtest diese Puppe wirklich nicht? Nein, behalt deine Puppen. Okay, was hier? Im Meer tauchen wir Treppenstufen auf und ab. Was? Im Meer tauchen. Treppenstufen ab und aufrennen. Wenn du in diesem Ort lebst, wirst du körperlich fit. Ach was, wir tun doch keine Treppen hinauf und runter klimmen. Das ist doch Schwachsinn. Was redet der da für ein Müll? Oh nein, zwei Kameraden. Kennst du das Pokémon Schmerbe? Das ist bisher selten in Xenerville aufgetaucht. Ich liebe große Schmerbe. Mein großer Bruder sagt, dass Knits größer sind. Aber das stimmt doch gar nicht. Jeder weiß doch, dass Schmerbe viel größer ist. Wie? Du hast ein Schmerbe? Bitte zeig es mir. Ich habe ein Welse, ob das auch durchgeht. Nun, das ist ganz stattlich, aber es ist kein Schmerbe. Was man da wohl kriegt, wenn man Schmerbe fängt? Kennst du das Pokémon Knilz? In Xenerville wird es kaum gesehen. Aber ich liebe große Knilz. Je größer, desto besser. Aber mein jüngerer Bruder sagt, dass Schmerbe größer ist. Verrückt, Knilz muss einfach größer sein. Wie, du hast ein Knilz dabei? Bitte zeig es mir. Ja, okay, wir können ja mal einen Knilz mitnehmen, wenn wir schon lustig dabei sind. Ich nehme mal Knilz mit. Dann haben wir mehr genug Zeit. Außerdem kann ich so wieder ein bisschen Zeit totschlagen. Weil ich so fies bin. Hier bewegen. Wo ist denn unser Knilz? Hier ist es. Ein Schmerbe werde ich nicht fangen. Denn das bringt, glaube ich, kaum. Wahrscheinlich kriegt man dann nur so, ja, so ganz useless Items. So, welches Haus war das? Das war, nee, dieses Haus war es nicht. Das war dieses Haus, genau. Oder war es das Haus? Ja, das war das Haus. Dam, 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 dam. Ich mache mal wieder ein bisschen mit Marco Fono rum. Ist das richtig? Yep. Knilz. 61,7 cm. Meine Güte, ist das aber groß. Das wird sogar größer als das Schmerbe sein, das mein Bruder gesehen hat. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Hier ist kleines Dankeschön. Elixier. Okay, interessant. Kriegt man da jetzt immer ein Elixier oder was? Was kriegt man denn, wenn man ihnen das nochmal zeigt? Okay, anscheinend muss die Knilz, die man fangen, immer größer sein und man kriegt da jedes Mal ein Elixier. Wahrscheinlich kriegt man dann von dem anderen einen Äther, das würde dann irgendwie hinkommen von den Items her, weil die beiden Items ja AP heilen. Okay, lagern wir unser Knilz einfach wieder rein, das haben wir ja nur für unser Elixier geholt, ja, geholt, genau. Und nehmen unser Makuhita wieder mit. Wir können leider nicht in der Arena mit Makuhita kämpfen, das müssen wir dann erst wieder später wieder ausgraben. Irgendwann wirst du wieder ausgegraben, Absol, und dann wirst du deine Gegner mit deiner Klinge vernichten. Alles natürlich mit Wurmnitz.
Okay, ja. Also, ich glaube, wir haben diesen Bereich, diese Stadt fast erkundet. Jetzt fehlt nicht mehr viel. Oh nein, hier ist noch einer. Hör mir zu und ich verrate dir etwas. Unter Wasser soll es sich eine antike Ruine befinden. Da gibt es bestimmt Schätze, die nur darauf warten, gehoben zu werden. Die Unterwasserruine, ja, die werden wir in diesem Part anschauen. Marui! Marui! Antike Schätze, wäre das schön, wenn ich sie tatsächlich gäbe. Aber auch ohne Schätze wäre eine Reise unter Wasser zusammen mit meinem Pokémon herrlich. Und der Fernseher läuft, wie in jedem anderen Haus, wo ein Fernseher steht. Tja, die Japaner müssen vielleicht Geld haben. Ich war noch nie außerhalb der Stadt. Ich frage mich, wie die Welt hinter diesem Horizont aussieht. Was, du warst noch nie hinter diesem Vulkan? Okay. Was passiert eigentlich, wenn dieser Vulkan ausbricht? Dann habt ihr ein großes Problemchen, nicht wahr? Hieroberg, auf seiner Spitze sind zwei Kugeln nebeneinander gebracht. Wusstest du das? Ja. Ja, genau. Zwei Kugeln nebeneinander. Der Anblick dieser beiden. Irgendwie wirkt er beruhigend. Was passiert, wenn man Nein sagt? Ehrlich, du solltest dir das mal selber ansehen. Oh Mann, das ist meine viel kürzer gefasst. Ich dachte, wenn man Nein immer wählt, dann erklärt sie das einem. Das wäre, ist ja normalerweise immer der Standardspruch. Soll ich dir das erklären? Ja, Quatsch, nee. Es ist immer so, Wusstest du das? Nein. Ach, okay, dann erkläre ich es dir. Und dann denke ich mir immer, nein. Lass mich raten, du wirst Vasili herausfordern. Wirklich, du bist wirklich mutig. Gibst du mir jetzt kein Item oder was? Du sagst mir nur, dass ich mutig bin. Na toll. Das tut mein Selbstvertrauen total aufbauen. Die mysteriöse Stadt, in der die Geschichte stillsteht. Okay, Makuhita ist 12. Mal nochmal auf dem Wasser. Hier ist die Arena. Da können wir noch nicht rein. Ich zeig's euch. Und zwar ist es hier ein Pokémon Arena von Xenerville. Leiter Vasili. Künstler und Liebhaber des Wassers. Okay, rein können wir nicht. Ihr seht, Eingang ist zu. Die Tür ist zu. Ja. Um hier rein zu können, müssen wir erst die Tiefseehöhle aufsuchen. Und dieses Carpador besiegen. Oder Carpador? Carpador. Bis jetzt sind mir in unseren Let's Plays noch überhaupt kein Shiny begegnet. Aber Shiny sind noch selten. Aber ich glaube, mit der Rate an Pokémon, die wir schon begegnet sind, insgesamt an wilden Pokémon, müssten mir im Durchschnitt schon eins begegnet sein. Okay, hier. AP Plus ist sehr nützlich. Er steigert die Angriffspunkte, die AP einer Pokémon-Attacke. Ja, das wusste ich. Und es wird einem erst in der letzten Stadt erzählt. Sehr informativ. Kennst du Top-Genesung? Alle KP werden aufgefüllt. Alle Stammesprobleme werden aufgehoben. Ein wundervolles Item. Können wir das jetzt kaufen, oder was? Können wir es kaufen? Bitte, ich will es kaufen. Können wir es kaufen? Top. Briefe. Ah, die Briefe sind mein Dorn im Auge. Okay, hier geht's nach unten. Ich glaube, ich schau mir erst mal unten um. Mann, schon 8 Minuten vorbei. Unglaublich. Xenerville ist größer als man denkt. Na, jetzt aber. Hi, wie heißt du? Okay, netter Name. Ja, ich heiße. Pum. Ich heiße Beria. Moment, ich suche mal schnell nach Beria. Moment. Beria gibt's im Makrofone gar nicht. Schade. Bertha, achso, Bertha. Bertha müsste drin stehen, Beria. Bertha, wo ist Bertha? Bertha! Bernd das Brot. Beate. Nein, es gibt nicht. Beate gibt's nicht. Meine Eltern haben mich so genannt, damit ich gesund und warmherzig werde. Das war ihr Wunsch. Hier, das schenke ich dir. Tamotsbeere. Bertha will dir auch diese Beere geben. Ich mag sie sehr. Giefebeere. Ich frage mich, welcher Wunsch in deinem Namen verborgen ist. Was meinst du? Die will doch was von mir, oder? Egal. Makuhita, steigen wir wieder auf unser kleines Makuhita.
das so stark ist, dass es einen, wie schwer bin ich, 75 Kilogramm schweren Menschen tragen kann. Auch wenn es so klein ist. So, hier, ein neues Haus. Moment, ich mache wieder Marco Fono. Moment, ich mache jetzt einen kleinen Joke. Okay. Ja, Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. Und tschüss. Pizzeria okay, ich sollte nicht zu viel mit Marco Fono rumspielen. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Die Arena-Leiter von Xenero Will Vasili hat viele Fans. Hast du auch Fans? Ja! Oh, da musst du aber sehr stark sein. Und was ist, wenn ich Nein nehme? Wenn ich nur so ein kleiner Anfängertrainer bin mit Level 5er Pokémon. Oh meine Güte, dann stehst du ja ganz allein da. Gib mir ein Item. Streng dich einfach mehr an, dann bekommst du auch einen Fan. Gib mir ein Item. Die Fans strömen sogar aus Kanto und Johto herbei. Ich habe den 300 Fanclub in Sega Sub City besucht. Verrückte Sache. Und eine neue Stimme. Eine ganz neue Stimme. Yay. Die ist nämlich ganz, ganz hell. Und man könnte gar nicht meinen, dass ich hier gerade spreche, weil die so hell ist. Ja, dass, diese Stimme gar nicht sein kann. Seit 30 Jahren lebe ich in Xenero Welt und verbessere meine Fähigkeiten. Ich habe eine alles erschütterte TM entwickelt. Die schenke ich dir. TM 31. Klingt cool. Was ist das für eine TM? T31 enthält Durchbruch, eine schier unschreibliche Attacke. Horror! Mit Durchbruch können wir Reflektor und Lichtschild zerstören. Eine gar ganz gute Angriffsattacke, Kampfattacke auch. Könnten wir Logok beibringen, allerdings habe ich für Logok schon den Himmelsfähiger geplant. Ich meine den Himmelhieb. Und der ist deutlich besser. Du bist den ganzen Weg nach Xenero gekommen? Du bist kein normaler Tourist. Aber das macht dich auch nicht zu einem außergewöhnlichen Touristen. Unnötiger Kommentar, weiter geht's. Oh, Vorschlag. Sie kaufen zwei Pizza zum Preis von drei Pizza. So hat jeder Gewinn. Ja. 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 Wer bist denn du wohl? Dies ist die Uhrzeithöhle. Die Geister der Pokémon zur Ruhe gebettet, was? Moment. Die Geister der Pokémon zur Ruhe gebettet am Pyroberg. Erwachen hier zum Leben, sagt man. Bitte verlasse diesen Ort. Nein. Okay, ich gehe. Und zwar, ja, ich fliege nur mit zurück zum Pokémon Center. Ja. Ja. Mal schauen, sind die Pokémon irgendwie... Ne, die sind nicht angeschwächt. Okay, ja gut, wir haben ja nur gegen einen Carpador gekämpft. Da ist die Chance nicht besonders groß, dass unsere Pokémon geschwächt werden. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Urzeithöhle. Ne, zur Urzeithöhle waren wir... In der Urzeithöhle waren wir ja gerade, ne? Ich meine zur Unterwasserhöhle oder wie auch immer die auch heißt, ne? Und dann wird's richtig spannend. Denn bald werden wir gegen Groudon kämpfen. Vielleicht sogar in diesem Part. Ne, in diesem Part wohl eher nicht. Im nächsten Part vielleicht. Wenn wir schnell sind. Ich lasse mir ja ziemlich sehr viel Zeit mit den Parts in diesem Let's Play. Item? Das ist sehr schade. Aber was hat denn sie bestellt für Pizza Margherita? Ich tauche mal nach oben und dann kannst du deine Pizza Margherita irgendwo sonst hinstecken, ja? Ja. Habe ich einen Schutz aktiv? Schutz aktiv. Aber der Schutz wirkt doch noch. Bist du dir ganz sicher, dass der Schutz noch wirkt? Nein. Wie nein? Das musst du doch wissen. Schäm dich, Mann. Wo gehst du denn jetzt zur Unterwasserruine? Okay, wir müssen irgendwie nach Westen gehen. Oder ist das Westen? Ja, das ist Westen. Ne, das ist Osten. So, hier müssen wir nach unten tauchen. Ich tauche jetzt einfach mal. Ne, Pizzeria Bella Pistazie, Mann. Wir tauchen jetzt auch nach unten, oder? Nein.
Natürlich, hast du doch gerade gesehen. Jetzt hör auf, so einen Scheiß zu reden, ja? Sonst schicke ich dich in die Klapse, mein Lieber. Gut, vielen Dank und arrivederci. Ja, ja, ciao, ciao. So, jetzt sind wir endlich unter uns. Unter uns, die Reportage oder so. Von RTL. Wie die billigste Sendung, die preiswerteste Sendung im ganzen RTL-Fernsehen. Damit RTL mehr Kohle verdienen kann. Ja. RTL ist schon geldgeil, muss man sagen. Schutz wirkt nicht mehr. Na, das ist mir jetzt egal. Wir gehen jetzt eh zur Unterwasserruine. Die Frage ist, wo ist diese Ruine? Ist die hier? Hier ist sie. Genau da. Gehen wir rein, meine Freunde. Oh nein, was ist das? Tiefseeforschungs-U-Boot 1 steht auf der Außenhöhle. Das ist das U-Boot, das Team Magma in Gravity Port City gestohlen hat. Team Magma muss hier also an Land gegangen sein. Gut, dann holen wir uns diese Weicheier, die können nicht mal ein U-Boot steuern. Unglaublich. Wir müssen hier Bruch landen. Oder Bruch landen? Ja, ja, ihr wisst schon. So, und langsam wird es hier ein bisschen episch. Tiefste Höhle. Diese Felsen, ja komm. Zertrümmer schnell diesen Felsen, unser faulen Slave, Makuhita. Im Smartlet, nee, Saphir Let's Play hatten wir einen Garados als faulen Slave. Hier haben wir allerdings nur ein kleines Makuhita. Das aber mit einem großen Herz kämpft. Wir können hier keine Kinder gebrauchen. Geh nach Hause sofort. Wie denn? Ich kann nicht einmal schwimmen. Ich bin so hilflos. Und du willst auch noch gegen mich kämpfen. Ach, du solltest dich schämen. Fifien. Ach, ich habe mich vertippt. Eigentlich wollte ich Sonnentag einsetzen. Egal. Hühner, jetzt können wir keinen Sonnentag mehr einsetzen, weil wir jetzt nur noch angreifen können. Okay, hä? Wie? Okay, dann geht anscheinend nur der Body Slam. Body Slam! Verdammt! Du musst doch irgendwann mal ins Gras beißen! Ins Gras beißen! Tropius, Grastyp! Ins Gras beißen! Ihr versteht schon! Oder wenn Fifi einen Biss einsetzt, dann hat Fifi ins Gras gebissen. Komm auf! Und jetzt gleich. Gleich an das Sonnenlicht! Und jetzt Sonnenstrahl! Hätte ich eigentlich schon vorhin gegen Fifi einsetzen können, aber naja, egal. Unser Tropius hatte keinen Schaden bekommen, also hat's ja. Ich will nach Hause zu meiner Mami! Tja, dann geh halt, ne? So, hier ist ein weiterer Team Magma-Fuzzi. Dieses U-Boot! Es ist sehr eng! Ich habe deshalb überall blaue Flecken! Oh, Animation! Cool, episch! Kamaub schon wieder! Kamaub frisst Staub! Sonnentag, oder? Sonnentag, Pflanze gegen Feuer, muss man sagen. Ich setze Sonnentag ein. Auch wenn es den Feuertyp verstärkt. Und das jetzt eine Glutattacke oder Flammenwurfattacke. Okay, er setzt Amnesie ein. Gut, damit habe ich nichts mehr zu befürchten. Aber es kann sein, dass er den Solarstrahl, der jetzt kommt, überleben wird. Weil Amnesie den Spezialverteidigungswert erhöht hat. Egal, komm. Ich glaube schon, dass du es schaffst, Tropius. Ich glaube an meine Pokémon. Und? Na gut, ist jetzt ein neues Mal Amnesie ein. Das ist ja. Ach, egal. Mir fällt mal wieder kein neues Wort ein. Ich sollte es lassen, wenn mir keine Worte mehr einfallen. Und? Ich wollte One-Hit-Kill sagen. Two-Hit-Kill! Verlieren! Verursacht mir Muskelkater! Ach du Weichei, du solltest dich mal abhärten lassen, Mensch. So, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Das ist ja interessant. Und ein wildes Pokémon nervt uns wieder. Auch sehr interessant. Zubat. Warum setzt ihr eigentlich keinen Topschutz wieder ein? Ich setze mal noch einen Topschutz ein, weil die Pokémon, die sind eh nervig und
ergeben überhaupt keinen Sinn. Das sind nur Zubats und Golbats und anderen Müll-Pokémon vom Aldi. Oder? Vom Aldi? Ja, die sind alle vom Aldi. Billigmarke vom Aldi. Die Pokémon wurden vom Aldi eingekauft von Game Freak. Die haben sie vom Aldi eingekauft. Die sind da extra nach Deutschland gereist, um beim Aldi einkaufen zu können. Und haben dort diese Pokémon eingekauft. So. Oh nein, oh Gott, das ist alles so komplex. Wer bist du? Woher kommst du? Ich bin dein Vater. Die Magma Rüpel. Außer die Magma Rüpel, es war mal kein Mädchen. Irgendwie voll schwul, dieser Club. Die haben nur sau wenig Mädchen in ihrem Team. Und tschüss. So. Oh Mann. Die Pokémon, die sind so einfallslos. So einfallslose Pokémon. Ich fang zum Flendern. Ey, wisst ihr was? Ich versuch mal dem Zubat eine Pizza anzudrehen. Moment. Vorschlag. Sie kaufen zwei Pizza zum Preis von drei Pizza. So hat jeder Gewinn. Oh Mann, mir ist gerade total langweilig. Weil hier nur diese lahm ersche Pokémon kommen. Come on, Zubat, Pfiffchen! Und was kommt noch? Oh mein Gott! Diese Pokémon, die sind so langweilig! Oh verdammt, ich war gerade offbeat oder nicht im Beat. Diese Pokémon sind mir auf den Sack! Hör on! Und jetzt erschließe dich der dunklen Seite der Macht an. Okay, hier geht's weiter. Und, okay, jetzt sind wir hier. Sehr interessant das Ganze. Und sehr übersichtlich. Was ist eigentlich, wenn wir hier nochmal hier reingehen? Okay, hier sind wir wieder zurück. Ist hier vielleicht noch einer? Wo sind wir denn hier jetzt, oder? Oh Gott, ich hasse diese Tiefseehöhle. Ich hasse diese ganze Spielgeneration. Was? Egal, ich habe nichts gesagt. Das war mein innerstes Ich. Es musste mal sein Muss rauslassen, ne? Oh je, das finde ich überhaupt nicht schön. Ich will nach Hause und trinke dort ein bisschen Tee. Oh je, ich mag diese Unterwasserhöhle nicht. Nein, das war wieder mal falsch. Sowas von falsch, falsch, falsch. Wo geht's denn hier weiter? Hier geht's weiter. Oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse Strömungen. Ich hasse Strömungen. Und es war dieses Mal richtig cool. Oh nein, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr kämpfen. Ich will nicht mehr kämpfen. Oder beziehungsweise diese Felsen hier verschieben. Ich mag diese Rätsel nicht. Ich hasse Rätsel. Oder eine weibliche Trainerin. Mal was Neues. Wie bist du uns ohne Ober gefolgt? Was für ein bemerkenswertes Kind. Aber das berechtigt dich nicht, hier herumzuschnüffeln. Jetzt kann ich dir die Sache vom Klimainstitut einzahlen. Ich gebe dir eine Lektion in Sachen Schmerz. Pass gut auf. Oh Mann, einen Vorstand. Gegen die haben wir, glaube ich, gegen die Hammer im Klimainstitut gekämpft. Und die sieht aus wie das Teufel. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, ihr setzt nur solche Nieten-Pokémon ein, wo man Nietenranke einsetzen kann. Na, ist so schön lustig, passt die Attacke zu euch. Okay. Ist das Gegenkampf überhaupt perfekt geeignet? Und ich sage nur eine Attacke. Und zwar, ich tauche ab. Vielfach stark gegen Wasser, gegen Boden und Feuer. Und die Attacke wird einen One-Hitten. Was? Was ist passiert? Warum hast du ihn nicht gewonnen, Welser?
Das war vierfache Stärke und du hast es nicht geschafft, ihn zu one-hitten. Du solltest dich schämen. Na gut, du bist nämlich der Einzige, der die Erde beben lassen kann, mein Freund. So, nächstes Pokémon. Magnaien. Bedrohung von Magnaien vermindert Angriff von Laser. Na toll. Der Angriff ist sehr schlagartig. Wichtig bei unserem Laser. Ich wechsle jetzt zu Voltensor. Ich nehme mal, oder Voltensor? Voltensor. Nidoton wäre blöd. Wir kämpfen hier gegen ein Unlicht-Pokémon. Und es kann bestimmt Knirscher. Was es jetzt auch wahrscheinlich einsetzen wird. Ah, doch nicht. Jetzt kommt Grimasse. Das senkt unsere Initiative. Oh nein. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ich paralysiere ihn. Paralyse ist immer gut. So, okay, jetzt haben wir ihn paralysiert. Und jetzt, tun wir ihn ein wenig schocken. Und? Fast one kill, aber egal. Er ist wie paralysiert und muss jetzt eh aussetzen. Aber jetzt kommt wahrscheinlich ein Item, oder? Oder doch nicht. Ich dachte, die setzen Items ein, die Vorstände. Da war wohl der Markt zu geizig, seinen Vorständen Items zu besorgen, was? Ja, ja, das Budget kürzen, hä? Oh Gott, wir haben es gleich geschafft. Zum Glück. Nein! Ich will nicht mehr! Okay, Nomi, hier Stärke. Gott, ich hasse Stärke. Bam! 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 Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Oder? Ich weiß nicht mehr weiter. Oder hier vielleicht so. 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 Und wahrscheinlich ist es jetzt total falsch, natürlich. Okay, alles nochmal von vorne. Ach, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe dieses Spiel. Das Spiel ist so super. Das gönne ich jedem einzelnen Spieler. Dieses Spiel ist so scheiße. Dieses Spiel ist scheiße und nervig. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Und? Ich sehe den Teufel hier drin. Und ich sehe Erdbeben. Bringe mir Logok bei. Oder steht's im... Ja, das steht bei Logok drin, im Moveset, genau. Wobei, da müssen wir Schaufler verlernen. Und Schaufler brauchen wir noch für die Regeln. Scheiße! Aber wisst ihr was? Ich werde mir da ein Knackleon besorgen, das Schaufel lernen kann. Weil ich Logok jetzt Erdbeben beibringen will. Egal was kommt. Und ich verlerne den Schaufler. Okay, Logok lernt Erdbeben, das ist gut. Und jetzt geht's weiter. Jetzt wird's richtig episch, Leute. Oh, Schutz wird nicht mehr. Den Bereich konnten wir im Saphir Let's Play nicht sehen, wegen dem Emulator, weil hier alles verdampft war im Emulator. Dieses Mal ist es episch. Oh, Lava, und was ist das? Das schwarze Pokémon Groudon. Es ist ein Shiny. Nee, Spaß. Oder ist es vielleicht ein Shiny, keine Ahnung. Bleib sofort stehen! Du warst das also die ganze Zeit. Schau nur, schau nur. Schau, wie schön die schlafende Gestalt des antiken Pokémon Groudon ist. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Es überrascht mich, wie du es geschafft hast, mir zu folgen. Aber das ist alles nur Nebensache. Damit meine Träume wahr werden, musst du leider verschwinden. Und ich mache mal kurz einen Stopp, damit ich die Musik so richtig anpassen kann. Bis gleich. Episch gemacht, okay. Seine Level sind ja außerordentlich geil. Das wird ein geiler Kampf, Leute. Okay, hier muss ich alles geben. Bin ich gar nicht mehr gewohnt nach den schwachen Trainern, die wir im letzten Part oder im überletzten Part alles gesehen haben. Jetzt gebe ich hier 100% in diesem Kampf. Also, Logok, komm her. Aua, Bodycheck. Das tut mein Logok total weh. Aua, jetzt muss ich ein Pflaster auf Logoks Beule draufkleben. Und Telefon! Beim epischen Moment, ich geh jetzt nicht dran, leckt mich. Der leckt mich Telefon.
Ich gehe jetzt nicht dran, ich hab hier einen epischen Moment, Moment. Verdammt, ich muss rangehen, bis wir... Da stört so ein Unbekannter mein Let's Play. Geh nicht dran. Kamerupt. Was mache ich denn mit Kamerupt? Du hast mehrere Möglichkeiten. Ich... Na gut, dass unser Lower Gatbeben kann. Bitteschön, jetzt lass mal ein bisschen die Hülle geben. Und One-Hit-Kill. Tja, das kann passieren, wenn der Kevin sich anstrengt. Oh, es hat nur 3 Pokémon. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Mark. Sehr enttäuscht. Du solltest einfach nur in die Ecke gehen und flennen. So enttäuscht bin ich von dir. Selbst dein Vater würde sich schämen für dich. Dass du hier nur mit einem X-Bad und Jetzt ruf dann nochmal an, ich gehe nicht dran. Das ist sexuelle Belästigung. Wahrscheinlich so perverse, der meine Nummer wählt. muss die Nummer von Kevin Lenz hier rausfinden. 1129345. Okay, Max ist down. Ich habe ihn wieder verloren. Und ich mache mal wieder Pause. So, hier bin ich wieder. Ich empfehle mich. Ich muss sagen, du bist wirklich sehr talentiert. Aber ich habe dieses hier in meinem Besitz. Mit der blauen Kugel kann ich gördern. Falsch. Die blaue Kugel beginnt plötzlich von innen heraus zu leuchten. Oh nein, Fehler. Oh man, alles verbuggt, alles verbuggt, alles blau. Ein Blut, aber die war da dein, da da war die, da war dein. Oh! Gerda mag kein Blau, na gut. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Die blaue Kugel. Warum? Wo ist Gerda geblieben? Das ist eine Nachricht von unseren Mitgliedern draußen. Ja, was ist denn jetzt los? Die Sonne scheint so extrem. Gut. Genau darauf habe ich gewartet. Deshalb haben wir Gördon erweckt. Um Team Magmas Vision von der Erweiterung der Landmassen zu realisieren. Was? Es ist heiß. Heißer als wir vorausgesagt haben? Die Hütte ist so gefährlich? Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Bleib wo du bist und behalte die Situation im Auge. Irgendetwas stimmt da. Was? Irgendetwas stimmt da ganz und gar nicht. Die blaue Kugel sollte Gördon aufwecken. Und unter Kontrolle halten. Aber warum? Warum ist Gordon verschwunden? Warum? Was hast du denn heraufbeschworen? Mark, du hast Gordon auferweckt, stimmt's? Was wird noch aus der Welt werden, wenn die Sonne bis in alle Ewigkeit mit dieser Kraft scheint? Die Meere werden austrocknen und verschwinden. Was sagst du da? Die blaue Kugel sollte mir die Kontrolle über Gördern verschaffen. Das kann einfach nicht wahr sein. Adrian, wir haben keine Zeit für Diskussion. Verdammt. Wir haben keine Zeit für Diskussion. Geh nach draußen und sieh's dir selber an. Ach Gott, dieses wieder dieser Satz, wo ich im Saphilis Play nicht lesen konnte. Sieh, ob das, was du heraufbeschworen hast, das ist, was du wolltest. Kevin, du musst ebenfalls von hier verschwinden. Was ist passiert? Was für ein furchterregendes Szenario. Habe ich einen schrecklichen Fehler begangen? Ich wollte doch nur. Begreifst du es? Verdammt, falsche Stimme. Begreifst du es nun, Mark? Begreifst du nun die schrecklichen Folgen deines katastrophalen Traums? Wir müssen uns beeilen. Wir müssen etwas unternehmen, bevor die Situation völlig außer Kontrolle gerät. Kevin, wir Team Magma. Verdammt, wir Team Aqua verfolgen Team Magma schon lange, weil wir dies verhindern wollten. Du warst uns eine große Hilfe, aber ich fürchte, das Schlimmste ist passiert. Für ein Kind wie dich ist die Sache viel zu weit gegangen. Überlass die Sache uns und lauf weg, solange es noch geht. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Ein super antikes Pokémon. Seine Kraft ist unglaublich. Es hat das Gleichgewicht der Natur verändert. Oh mein Gott. Also die Musik, die ist einzigartig. Die gibt's nur hier im Rubin-Netzplay, im Rubin-Spiel. Kevin, was geht hier vor? Das ist schrecklich.
Wenn das nicht aufhört, wird ganz Höhen. Nein, die ganze Welt wird vertrocknen. Die strahlende Sonne steht über Sinnerville. Was um Himmels Willen geht dort vor? Uns bleibt keine Zeit für Spekulation. In Sinnerville erfahren wir mehr. Kevin, ich weiß nicht, was du vorhast, aber tue nichts Unüberlegtes. Okay, ich gehe nach Sinnerville. Tja, sowas nennt man globale Erwärmung, Leute. Das wird in 10.000 Jahren auch so sein. Die Welt wird irgendwann mal komplett austrocknen, wie auch hier im Pokémon-Let's Play. Dann wird es später kein Wasser mehr geben, alles wird verdampfen. Unsere Welt wird ein Wüstenplanet werden. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für diesen Part und sage bis zum nächsten Part, Leute. Nicht verpassen, wir kämpfen im nächsten Part gegen Groudon, um die Welt zu retten. Mal wieder, weil wir es im Saphir-Display schon gemacht haben. Okay, Leute, was soll ich jetzt dazu sagen? Schont die Welt. Ja, beschützt die Welt. Sonst passiert irgendwann mal sowas. Also, Leute, bis zum nächsten Part. Servus.